Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Erklärungsnot, Season 3. Kurzer Nachtrag, grüße dich Speedy und grüße dich Harla. Na Wind. Wir haben gerade ein Video rausgehauen und euch alles gezeigt, wer alles von den Neuen wissen will. So, Event gibt's Neues, neuen Charakter. Smash passt ein bisschen anders. Ja, hier und da. Aber wir haben ein ganz großes Ding vergessen. Und das ist nämlich hier oben, Leute. Die drei Striche, dann geht er rein und da habt ihr das benutzerdefinierte Spiel. Und das ist natürlich mega gut. Ihr könnt dann hier natürlich auch die Kollegen einladen. Hier haben sie es. Und könnt dann hier halt als Kollege im Gegnerteam rein switchen oder nur zuschauen. Und habt natürlich auch die Möglichkeit, hier die verschiedenen Modi auszuwählen von Duell, der auch verschiedene, ob ihr halt Mittagszeit oder Sonnenuntergang, Team Deathmatch Herrschaft, Battle Royale, Kronenwache und Ernte zurzeit. Und was halt ziemlich, ziemlich cool ist, wir haben halt erst so gedacht, na gut, für an sich die Community an sich ist es schon mal cool, ne? Also du hast schon jetzt die Möglichkeit, jetzt mal blöd gesagt, hier gegen ein paar Kollegen zu zocken und gegen ein paar Leute, die vielleicht im Stream dabei sind und kannst halt auch mal gegen einen Harler oder gegen Speedy zocken oder sie gegen mich, um da auch mal zu gucken, wie das Verhältnis oder so ist. Das ist schon ziemlich cool. Aber geil finde ich auch, dass alles gleich immer mit Bots aufgefüllt wird. Das finde ich einfach mega cool. Dass du nicht zwangsweise jetzt, sag ich mal, die alle Spieler haben musst, sondern halt wirklich auch sagen kannst, hier, wir machen halt wirklich nur, was weiß ich, ein 1-1, machen aber trotzdem ein Team Deathmatch und hast aber dann noch die Bots automatisch dazu. Das ist einfach eine coole Sache. Auf jeden Fall. Richtig, richtig cool gemacht. Und Harle, du bist raus. Im Übrigen. Also ich sehe dich ja nicht mehr. Ja, klar, wir müssen mich erstmal wieder einladen. Warst du nicht gerade schon drin? Ich hatte doch schon eine Einladung gesendet. Nein, war noch nicht. Ach, Harle, den. Auf jeden Fall ist es eine mega gute Sache. Und es ist auch übelst witzig. Also wir haben jetzt mal ganz kurz ausgetestet. Wir können euch ja auch mal jetzt mal ein bisschen was zeigen. Wir machen jetzt einfach mal ein Team Deathmatch. Der Harle ist ja der eigentlich theoretisch der höchst gelevelte und der mit der höchsten Erfahrung. Nee. Das heißt, jetzt gehen wir es nochmal. Aber es kann auch sein, er raucht uns beide weg. Nee, ja. Ja, Peter mit seinem Wirbel. Was muss ich gegen euch zwei kämpfen, oder? Natürlich. Du musst erstmal überhaupt erstmal reinkommen. Also müsstest du mich mal einladen. Ich hab dich doch schon 1000 Mal eingeladen. Jetzt kommt was. Ich warte die ganze Zeit, ich hab noch nichts. Ach du, ihr Wichser. Nein, ich nehm's an, ich nehm daraus von der Hand, Leute. Aber es wird bitter. Also, aber du kannst nichts verlieren, das muss man dazu sagen. Du kriegst Punkte fürs Gewinnen. Schlüssel und oben Medaillen, die werden aber nicht gewertet, das ist nur symbolisch, kann sein, das ist noch ein Fehler. Hatte ich bis jetzt... Oder es gibt später mal noch ein Belohnungssystem. Der gute Harle hat das und der gute Speedy auch. Bei mir habe ich noch nie Medaillen hier bekommen, also... Das kann auch sein, weil das war... ich muss jetzt... ich muss mit den Bots kämpfen, oder? Ach, ich habe gleich die neue als Bot, geil. Das ist natürlich geil. Komm mal ran, ja! Hallo? Hä? Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Hallo, was geht denn da? Komm mal. Schink fest! Scheiß Bombe. Ah. Die Bombe. So. Auf alle Fälle ist der Modus ziemlich geil und wir finden halt übelst cool, dass sowas jetzt dabei ist. Ach, oh, Digga. Nein. Nein. Ja, es sind noch ein paar russische Edelnöten eingeflogen. Oh Mädel, wo schmeißt du denn ein Spielchen? Ein bisschen zu harte. Alter, da geht man richtig auf den Piss, da Wichser. Nein, du Drecksau. Ah, schade, aber ich hätte so gerne noch eine verbratzt. Alter rein, da bist du abgelenkt. Nein! Das hätte ich gebraucht, Speedy, den Trank. Das wäre top gewesen. Ach, scheiße, was soll's. Nein, gegen. Ach, nee, also gegen euch später schau ich an. Da kann es doch halt am Mick. Nee.
Ach, wenn das Mädel mal das Special so geil ist, setzen wir mal. Nein! Ich war abgelenkt, ich konnte es nicht leider. Aber alleine showtechnisch ist es halt einfach cool, dass es überhaupt mal geht. Wann hast du schon mal die Möglichkeit? Also wir hatten ja bis jetzt auch nie die Möglichkeit, jetzt mal blöd gesagt, irgendwas gegeneinander zu spielen oder so. Gab ja gar nicht die Möglichkeit. Duell wäre natürlich auch möglich, Leute. Auch das, ja, ganz klar, ne? Genau, ich kann nochmal kurz machen. Ich muss nochmal kurz weg. Ja, ja. Achso, okay, ja. Ja, mach das mal. Ja, ja, mach ruhig. Dann machen wir einfach mal ein Battle Royale. Und ein kannst du kurz aufs Zuschauer gehen, Halle? Ja, okay, warte. Dann machen wir es anders. Dann machen wir Duell. Und genau, jetzt ist er auf Zuschauer. Da passt es doch. Oha. Weil sonst ist er ja mit dabei. Das wäre ja ein bisschen blöd. Wo ist denn ein guter Verlierer? Naja, das wär interessant, wie lange er drin bleiben würde. Aber spätestens, wenn sich ja sozusagen die Map verengt, wäre es ja dann vorbei. Richtig. Aber ich finde generell, also diese Option, dass das jetzt geht, ist einfach mega. Das ist doch aber nicht. Bleib draußen! Ach, da macht er. Ich hätte nicht gedacht, dass du das jetzt machst. Ich hätte gedacht, das hebst du dir fürs nächste Leben auf. Ich hab mir das echt überlegt, aber. Gibt's hier irgendwo Leben? Oh fuck. Verpiss dich. Aber es ist einfach, dass es überhaupt geht, finde ich mega gut. Ja, das ist mega. So, mein Freund, jetzt komm mal ran hier auf den Meter. Nein, ich darf nicht. Ich muss noch. Nein, nein, nein. Verpiss dich! Nein! Das ist auch immer bei, also das finde ich halt auch übelst cool. Ich frage mich immer noch, wie das berechnet wird, ob man trifft oder nicht trifft. Also ob der Schlag durchgeht oder nicht durchgeht. Oh Gott. Ja, hau doch ab! Das wird verdammt eng, Speedy. Oh Gott. Nein, geh weg! Nein! Nein, ich wollte es riskieren! Nein, nein! Ja! Alter, war das knapp! Dreck hier! Alter Schwede! Aber alleine, dass die Möglichkeit gibt, ist halt einfach geil. Die Möglichkeit ist echt mega. Macht halt einfach Spaß. So, jetzt können wir mal gucken, auch wenn der gute Harlan nicht dabei ist. Machen wir halt mal Ernte. Kann ich auch sagen, dass er raus soll? Ah, ja, okay. So, alles, Jubi, alles okay. Ha, tschüss. Da war's das. Starten und ab geht's. Heute nur für geladene Gäste. Aber echt. Nee, aber ich find's mega, dass sowas eingebaut worden ist. Das gibt's ja in vielen Spielen, diese benutzerdefinierten Sachen. Aber es... Ich muss sagen, also wir im ersten Video haben wir so ein bisschen erklärt über die neuen Charaktere, die ihr oben schon seht und so. Ich finde es mega gut, dass sie so viel einbauen ständig, dass sie so viel machen in dem Spiel. Und war alles für kostenlos eigentlich, ja? Genau, so muss man sagen. Bis jetzt zumindest alles kostenlos. Na. Na komm! Lass mich doch! Gut, lass ich dich halt. Alter! Ich will die messen! Nein, du Pisser!
Ah, da geht's raus. Oh ne, da kommt der Digga wieder. Nein! Ran mit dem Zeug! Hau ab! Nein, Speedy! Oh, du Dreckiger! Dreckiger! Speedy, ey. Das ist so ein richtiger. Oh Gott, wo macht's ein Special hin? Ich hab Angst! Nein! Ja! 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 Geh weg! Gott im Himmel! Geil. Aber es war auch wieder verdammt knapp. Das du fast deinen dicken Pups versüllt. Das stimmt. Ich hab dich oft laufen sehen. So, natürlich kann man alles nicht. Also wir müssen natürlich auch mal ein Battle Royale machen, ne? Da kommen wir ja nicht drum rum. Ja, du hast kann. Boah, ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich würde zuerst sagen, TGS gegen die Welt und dann. Ja, machen wir das unter uns aus. Ich hab da voll kein Problem damit. Außer du legst, du leihst mir den Schlag, dann kann ich auch nichts ändern. Oh, schön. Zack, zack, zack! Nimm dir eine warme Jacke mit. Du liest eine Weile. Du liest eine Weile. Die Zuckerle halten ganz schön was aus, ey. Oh Gott. Oh Gott. Schauen wir mal. Ja, ha. Alter, was ist denn da mit da los? Alter, was da los ist? Oh Gott. Naja, nee. Ich hab Angst! Na, das ist nicht ernst. Lass mich in Ruhe, Ente. Verpiss dich. Nein, ich hab doch gesagt, wir machen. Ah, du. Das ist so. Ja. Typisch Chef, typisch Zack! Chef. Aber ist auch gleich weg. Solange wir der Arbeit von der Olle ist alles gut und dann. Ah, werfen Sie Ihre Rosen! Sobald man keine Überstunden machen will, gibt's die Schelle. So wie es halt jeder Chef machen sollte. Schick one. War cool. Also ist das, wenn der Sohn war schwarzart, Familie geht vor, das, immer. Ja, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Wir haben derweil ein Duell gemacht, haben jetzt ein Hat Battle Royale gemacht. Ja. Genau. Aber es ist wahrscheinlich mega gut. Es macht einfach unglaublich Spaß, weil halt einfach du die Chance hast, halt einfach gegen jemanden zu kämpfen, den du halt kennst. Das macht's halt schon aus. Ich will auch mal. Wir haben dich schon eingeladen. Ja, ich sehe. Jetzt macht er auch noch mit. Jetzt wird's aber. Bist du ein richtiges Arschloch. Nee, wir haben gerade beschlossen, zuerst TGS gegen die Welt und dann. Gegen mich.
Kann ja. Ich ja hier hingehen. Ja. Machen wir es unter uns aus. Macht zwar keinen Sinn, aber sie können. Ich weiß nicht, ob die Position vielleicht einen Unterschied macht, wo du startest. Ja, bei Battle Royale schon. Aber ich kann dir nicht sagen, welche Position für was ist. Es gibt eine, wo ich am liebsten starte, das ist oben links in der Ecke. Also links in der Ecke. Ja, wie soll ich das erklären? Links ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dann machen wir nochmal die Runde. Gucken mal. Hat jetzt auch Glück am Ende. Konnte den Donut einsammeln. Der bringt viel, ne? Das macht aber halt extrem. Halt nur 7 Sekunden, aber wenn du die nutzen kannst. Ja, ich habe halt, ich habe den Donut eingenommen, habe mit dem Kaiser diesen Punch gemacht und da stand halt der Speedy genau vor mir. Das war's halt. Ja, aber es ist im richtigen Battle Royale fast nicht möglich, weil die Leute, wenn die Donut einsammeln, dann müsste ich mich pissen. Ich habe eine Ende, die Haus. Ganz klar, ich pissen, Junge, das ist mein Ding. Bin ich wohl. Auf Porn ist nicht mehr. Raus! Ah ja, Speedy. Komm rein hier zum Mutti, komm rein hier. Nee, tschüss. Warte, Papa. Hau ab, du! Spot! Stammtrotz, frech meine Dinger, ey. Oh, Scheiße. Ey, was ist das? Ey, der Flunder! Pass mal auf. Wollt ihr mich alle verarschen? Die hab ich mal runterkämpft, ihr Säcke! Hau da! Das bin ich, das kleine Schwein, das haben wir schon. Die letzten drei Überlebenden. Dann noch vorne hier. Ah, immer Heilung! Das kann doch gleich nicht. Das kann doch gleich nicht. Kann er abessen! Oh nein, nein, nein! Halt doch sofort weg! Oh krass! Oh fuck, 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 Speedy, du Drecksack! Kannst knicken, ja. Naja, man muss aber dazu sagen, fairerweise, ich hab Rang 25, ja, und Stufe 8. Das ist jetzt auch nicht so das erste Duell. Ja, ist ja aber egal. Dafür war der ganz okay. Sag ich mal. Alter, wie auf der Kacke haut, ey. Nee, am Ende hat er mir jetzt echt so, wo ich hatte ich ein bisschen Schiss. Ich dachte, oh. Vor allem hatte ich den Dürners, ich will mal sagen Dürners. Aber ich fand deine Spielweise gerade interessant. Du bist, obwohl du es in Battle Royale nie sonst machst, bist du in der Mitte gerannt, hast dich mit den Bots gekloppt und hast du da die Punkte geholt, anstatt die Bonbons aufzumachen. Ja, man muss jetzt fairerweise aber zusagen, das mache ich im richtigen Battle Royale. Na, deswegen, die Spielweise ist mir neu. Ja, na, ist ja klar, hier ist es ja einfacher. Bots, die kloppst ja weg. Gibt's ja keinen. Das ist in echt, hättest du gegen die Spieler keine Chance. Das ist ja hier, wenn du ein Duell gegen ihn machst, die rennen ja nicht weg. Ja, ein bisschen rennen die weg. Meiner. So. Wie geht's noch? Scheiße. Könnt euch gleich abessen. Gleich abessen, der Herr. Alter, gibt's das? Hau ab hier, du Spinner. Da eine Bot kämpft immer. Da kriegt's einfach nicht geschissen, die Kiste. Ey, hallo, was ist denn, Speedy? Ui. Ja, ui, ui, ui. Ey, das ist wieder höher, du kannst ja leider alles fliegen. Du Scheiß, ui. Komm mal los, Speedy. Alter, ich hab 18 solche Scheißdinger. Komm, die haben raus, die Hexe. Komm, Hexe raus. Du hast 18, raus, Alter. Halt die Katze. Nee, die Kekse. Bin ich. Nee, warum kämpfst du dann gegen mich, hä? Ich hab mich verguckt. Ich hab Leben, Digga. Aber. Alter, wie viel das halt abzieht. Übel krank. Ja, mit 18. Alter, ich bin ein Frosch. Echt jetzt? Ich war ein Frosch. Das ist echt zu krass, dann der Schlag. Wow. Also die schwule Katze mit 9000 Lebenspunkten. Warte mal, ich mach mal hier drauf. Ich hab jetzt 11. Alter, das war dumm, Speedy. Na, das ist halt schon heftig. Ja, bei 11 Stück mit Donut hatte ich jetzt 11.000 irgendwas. Das ist schon krass. Da ist schon pervers. Aber das ist jetzt eine, es ist nicht zu fair, ich nehme jetzt mal einen anderen. Das ist doch scheiße, da kommt es doch gar nicht drauf. Oh, es kommt ja nur drauf. Es macht Spaß, aber ihr habt von Haus aus habe ich schon mehr HP als ihr. Also ist schon das ist doch völlig Brille, aber das geht. Alles klar, okay, gut. Es geht ja nur. Ich wäre fair gewesen, hätte gesagt, komm. Ach, ja, der Flunder, das ist so ein. Was der? Hast du doch Speedy auch eine Chance hat, die Flachzange? Was?
Ich verstehe es jetzt nicht, was du willst. Aber ist egal. Ich habe angeboten, einen anderen Charakter zu nehmen. Der Speedy hätte ja gesagt und du hast gesagt, ist doch scheißegal. Ja, ich sehe das immer noch einfach. Ich weiß nicht, ich sehe das halt nicht verbissen. Was hast du eigentlich? Ja, ich sehe es auch nicht verbissen gegen euch. Hier ist Musikol. Sag ich ehrlich. Hast du Nacht genommen oder Tag? Oh Gott, das kann ich doch jetzt gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, Nacht sie was gesehen hat. Oder ob es Nacht ist sogar, ja. Ich glaube, Nacht gab's gar nicht. Ich glaube, Nachmittag oder so später Nachmittag oder was dort stand. Ja, oder Nachmittag. Nachtdatum. Was ist Wunder? Weiß oder was? Ey, was geht denn? Jetzt wollen wir es wissen, ja. Ja, das gibt's gut. Nein! Nein! Ich glaub schon! Oh, Speedy, du elender Ratte! Oh. Nein! Oh. Alter, da hatte ich jetzt auch, da hatte ich was richtig. Alter, ich wollte den Harle noch rausbolzen! Ich weiß, das wollte das Speedy ja, aber du bist dummerweise nein. In der Richtung gedreht. Ah, nee, komm mal, ich hab doch nichts aus seit hier. Aber er hat sie erst ja verpflichtet. Ist mal passiert. Du darfst nicht, wenn ich noch näher bin, ein bisschen einzusammeln, Speedy. Weil die Sekunde nutze ich aus. Wenn du das im echten Battle Royale machst, bist du raus. Du musst hin zu der Kugel und gleich wieder weg. Und dann springt der andere hin und dann hast du eine Chance. Ja, ich habe das zu viel gespielt, glaube ich, Battle Royale. Ich bin trotzdem schlecht. Ja, ach du. Das passt okay, doch. Das ist ja dort. Das ist echt mies. In echt meine ich. Nee, in echt. Also, ja, in echt meine ich. Also ja, gegen die Spieler, da habe ich. Sehe ich keinen Stich. Man merkt halt die mehr HP, klar, man braucht mehr Schläge, das ist logisch. Aber ja, wie gesagt, ihr müsst aber das sehen, ist alles. Anfangen, so viele wie möglich solche Dinger sammeln. Das ist na, ich war gleich auf, aber das hat halt was gefehlt, einfach. Es hat halt einfach ein, zwei Schläge von meiner Seite, ein, zwei Schläge von deiner Seite. Aber das ist halt so, ja, das stimmt, ist Battle Royale. Du warst fast down, ich war fast down. Da hat nichts gefehlt. Du hast verdammt gut getimed. Der Speedy hat man auch gerettet. Ohne den wäre ich wahrscheinlich. Ja, der Speedy, genau. Da ist halt eigentlich blöderweise reingekommen. Ich hab schon gedacht, ich dachte, oh Scheiße, die zu Peter, das war's jetzt. Weil gegen Peter und Katze und Peter ist. Oh Gott, jetzt wird's bitter. Jetzt sind wir seine. Ich finde die schwer im Battle Royale, weil ich sagen, die ist einfach. Aber das auf der großen Fläche kannst du ganz scheiße. Ich mag Hook generell als Gegner überhaupt nicht. Weil du halt scheiße rankommst. So, aber pff, das. Aber hier ja. Ist noch ein bisschen beschissener durch die große Fläche. Gerade wenn der Endkampf kommt, wenn du hast nur noch diese kleine Fläche, wo die Foto steht, du hast ja keine Chance, du kriegst auf jeden Fall das Maul. Na Hugi, da reicht deine so mal mit der Spitze stehen. Ach ne, ist der Bot. So. Ach komm, Hook, verzieh dich. Sorry. Aber ich finde alleine cool, dass man gegeneinander spielen kann. Das ist einfach witzig. Das gab es halt bis jetzt noch nicht. Man hat immer im Team gespielt und so hat man echt mal die Möglichkeit. Boah, okay, gegen die Katze habe ich aber echt. Boah, krass, ich bin raus, Junge. Boah, jetzt aber echt. Lego Mio, du. Bein musst du dann halt übelst groß und dein Schwert wird übelst lang. Siehst du, hast aber eine übelste Distanz. Mein Schwert ist übelst lang. Alter, ich hatte gerade einen Fight mit dem Speedy. Das ist was? Selbst der Luft kriegt man schon? Nee, du glaubst, du standst in der Lava. Nee, ich war in der Luft? Ja, in der Lava. Ja, aber in der Lava. Da kriegst du Schaden, ja. Oh, Scheiße. Ich dachte, wenn ich in der Luft bin, geht es nicht. Aber es ist doch schön zu sehen, dass die Spielzeit aber dir viel gebracht hat, dass du es gut teilen kannst. Das ist doch eine gute Sache. Weil ja, ich sag mal, wenn jetzt, keine Ahnung, ja, aber wenn man jetzt als... Ihr wenig Battle Royale spielt, das merkst du einfach. Eigentlich nie. Ihr würdet, naja, das meine ich. Und der Speedy hat es zweimal gespielt, wurde aber Erster. Immer, glaube ich, Dritter und immer Erster. Ist ja gut, aber du musst, wenn du es oft spielst, dann machst du das so wie ich. Der Speedy macht eben genau die Fehler, die Anfangsfehler, in Klammern. Die ich auch gemacht habe,
Du siehst die grünen Dinger, denkst geil, aufpowern, aufpowern, rennst hin, nimmst und der Gegner wartet nur drauf. Und wenn der dich dann in die Kombo kriegt, hast du keine Chance. Oder der Heilung. Wenn du siehst, der Gegner ist in der Nähe der Heilung, niemals die Heilung einsammeln. Kurz hintäuschen und abhauen. Und die nächste Heilung nehmen. Weil der Gegner wartet nur, dass du sammelst die Heilung ein und kriegst voll in die Fresse und dann kannst du nichts mehr machen. Ich will mal einen anderen Platz ausprobieren. Ich glaube, das hat wohl. Tja, Leute, aber abgesehen davon ist die Aufnahme lang genug. Ja, lang genug. Und wir haben euch soweit alles gezeigt. Jetzt hoffen wir mal nach der ersten Aufnahme, wo wir diesen benutzerdefinierten Custom Games einfach nicht gefunden haben oder gar nicht wussten, dass der schon drin ist. Ist aber eine mega Sache. So kann man auch mal mit euch zocken. Es ist ja von euch auch immer sehr oft gewünscht. Einfach mal mitzuspielen und so ist einfach die Möglichkeit da. Man kann auch ein paar Zuschauer mit reinnehmen. Man kann ein bisschen durchwechseln. Man könnte theoretisch, wenn genug Leute da sind, könnte man Turniere veranstalten. Ja. Also wenn ihr jetzt Bock habt und sagt, ey, wir können jetzt zum Beispiel ein Battle Royale Turnier machen, dann könnte ich zum Beispiel als Zuschauer unter guter Horle oder einer von uns wäre dabei oder je nachdem, wie viele Leute auch da sind. Dann hättest du so richtig so Kommentatoren, die jetzt, ah, ich schalte mal durch, was macht gerade, ja, der Speedy, alles klar, der macht das und das, das könnte so und so. Das wäre irgendwie total witzig, sowas aufzuziehen. Wäre zumindest möglich und das dann irgendwie ganz cool zusammenzuschneiden oder auch als Livestream. Ich fände es irgendwie mega witzig. Ja, genau. Und auch wenn ihr gegeneinander Battle Royale machen wollt und sagt, wir hätten Bock, wir haben genug, wir haben 8 Mann, wir würden gerne mal gegeneinander spielen, könnt ihr das gerne auf unserem Kanal machen, wenn ihr das möchtet. Wir würden dann gerne als Kommentatorin zur Verfügung stehen. Auch der Klunker, denke ich mal. Ja, sehr gern, klar. Man kann mitspielen. Ich fände es aber auch sehr cool als Kommentator dabei. Ich fände es liebes witzig. So, keine Ahnung. Da, der Katzenmeister, Kampf gegen Kaiser. Ja, was hier da? Ah, da fliegen die Zähne. Das ist so, ich hätte irgendwie Bock drauf. Ich denke, das ist mal was ganz Geiles. Es muss natürlich jetzt nicht unbedingt Battle Royale sein. Ne? Also wir können auch eine Herrschaft, wir können auch Duell machen. Wer ist der Beste, so King of the Ring-artig hier ein Duell, das Ganze so ein bisschen ausfeiten. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Und wenn ihr da Bock habt, ja, komm, sag ruhig. Oder Spezialrunden eben, wo man sagt, man macht ein Battle Royale nur mit Kaiser, Battle Royale nur mit Katzen, nur mit... Genau. Also Spezialmatches, wo man sagt, man nimmt einen denselben Charakter. Und theoretisch kannst du das ja auch noch verschärfen, dass du sagst, okay, alle sind jetzt in einem Battle Royale, es darf aber keiner ein einziges Bonbon aufnehmen. Ja, gut, aber das ist schwer, weil... Ja, nee, ich meine, wenn du keins zerstören, du darfst kein Bonbon zerstören. Ja, aber ich meine, das ist schwer, weil gerade in der Mitte... Ja, wenn es passiert, aber du siehst ja schon, ob jemand gezielt das einsammelt oder halt nicht zum Beispiel, ne? Solche Sachen könntest du machen oder nur der Donut kann eingesammelt werden oder so. Also so coole Sachen irgendwie, ich weiß nicht, ich fände es ganz witzig. Vielleicht habt ihr auch Bock drauf, wenn ja, lasst uns wissen, wir sind da gern bereit. Mit euch ein bisschen zu daddeln und zu texten. Schreibt Ideen rein, wenn ihr welche habt. Und ich freue mich schon, in dieser Season vielleicht mit euch ein bisschen zu zocken zu können. Aber wir freuen uns alle drauf. Und bis dahin sage ich mal ciao, euer Klunker. Bis zum nächsten Mal. Oh, genau. Lasst positive Bewertungen, Kommentare und Ideen da. Auf in die nächste Runde. Und wenn ihr Bock habt, mit uns zu zocken, dann schreibt eine E-Mail an katzenmeister@fickdich.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.